Der innere Zirkel wurde ausgelöscht. Nord ist zersplitterter denn je. Doch wir werden ihre heutigen Taten nicht vergessen. Die Phönix werden wir aus der Asche aufsteigen, neugeboren. Organisation und Kommunikation haben Vorrang. Nach Kabals Verrat brauchen wir einen neuen taktischen Computer. Dieser GDI-Vorposten ist groß genug für eine eigene EVA-Einheit. Diese KI ist nicht so ausgereift wie Kabal. Dafür versucht sie auch nicht, uns umzubringen. Bergen Sie diese EVA-Einheit für mich und Nord. So, wir dürfen die EVA klauen. Das klingt ein bisschen falsch. Ich speichere hier mal ganz kurz ab. Nachdem wir Mission 5 komplett übersprungen haben, speicherstandtechnisch. So, seit sich Kabal gegen uns gestellt hat, sind alle Kommunikationssysteme unterbrochen. Wir müssen versuchen, eine EVA-Einheit der GDI in unsere Gewalt zu bekommen. In diesem Sektor gibt es einen kleinen Luftwaffenstützpunkt der GDI. Schleusen Sie einen Ingenieur in die Funk- und Radarzentrale ein und stehlen Sie die EVA-Einheit. Versuchen Sie, Verwirrung zu stiften, um ein Eingreifen der GDI-Luftwaffe zu verhindern. Wir unterstützen Sie mit einer neuartigen Einheit, dem mobilen Stealth-Generator. Setzen Sie ihn überlegt ein. Ja, das ist ein ganz cooles Spielzeug, mit dem werden wir hier hauptsächlich operieren müssen. Zwangsweise, ihr werdet gleich sehen, warum. Einsatzziel 1, durchkämmen Sie den Sektor und finden Sie den GDI-Stützpunkt und zivile Ansiedlungen. Einsatzziel 2, sorgen Sie für Verwirrung, damit die Luftwaffe vom Stützpunkt abgezogen wird. Einsatzziel 3, schleusen Sie einen Ingenieur in die Funk- und Radarzentrale. Okay. So, das sind die Dinger, die funktionieren eigentlich genauso wie die Artillerie. Du kannst die deplatzieren, du kannst mit den Jungs hier durch die Gegend fahren. Wie man sieht, das Auf- und Abbauen und Aktivieren und Deaktivieren von diesen Einheiten stört natürlich das Stealth-System. Das heißt, die werden teilweise einmal wieder sichtbar, alle Einheiten. So, und unsere Jungs, die sind hier alle stark angeschlagen, was nicht so geil ist. Ja, wir müssen hier ein bisschen Vorsicht walten lassen. Sobald hier Nord-Truppen sichtbar werden, reagiert die GDI-Luftwaffe und schickt Einheiten dorthin. Glaube ich zumindest. Das heißt, die Jungs hier, die sollten immer in Reichweite von den Stealth-Generatoren bleiben. Bei den Stealth-Panzern ist es ja wurscht. So, und zivile Ansiedlungen sollen wir finden. Da hätten wir schon eine. Ich decke die mal ganz kurz auf, dann können wir hier nämlich kurz mal demonstrieren, was die GDI macht. Haben wir hier feindliche Einheiten? Nee, haben wir nicht. So, er schreit, Hilfe, Hilfe, wir werden attackiert. Du solltest da jetzt mal ganz schnell verschwinden. Ja, und da kommen sie schon. Das sind jetzt allerdings nur Orca-Jäger. Es gibt in der Mission auch Orca-Bomber. Ja, ja, da kommt schon einer. So, und die halten jetzt hier Wache. Aber nur begrenzt. Die bleiben jetzt für eine begrenzte Zeit hier. Ich habe keine Ahnung, wie lang. Aha, nur ein paar Sekunden. Die bleiben scheinbar länger. Ihr könnt euch mit Sicherheit schon denken, diese Mission ist mal wieder keine overpowered Mission, wo du eine Panzerarmee aufbaust und den Gegner plättest. Du kannst hier nicht mal hergehen und sagen, okay, ich erobere mir irgendeinen Stützpunkt oder so. Wir müssen hier wirklich stealth-mäßig vorgehen. Das, was wir haben, haben wir. Mehr gibt's nicht. Und den GDI-Stützpunkt zu übernehmen, kannst du vergessen, da hast du null Chance. Weil der Gegner sofort mit Orca-Bombern reagiert und die, wenn dann deine Gebäude angreifen, die halten einfach nicht stand. Also müssen wir wirklich mit ein bisschen Taktik und Raffinesse rangehen. Da haben wir die nächste Ansiedlung. Weißt du, enttarn dich ruhig, hast schon recht. So, jetzt mal kurz wegfahren, weil hier garantiert gleich GDI-Transporter anrücken. Die bleiben jetzt echt permanent hier, oder? Das gibt's ja nicht. Ah, nee, der Bomber fliegt auch wieder zurück, also die bleiben ganz schön lange hier.
Oder auch nicht. Okay, hab nichts gesagt. Ich hab gar nichts gesagt. Bisschen aufpassen müssen wir auch. Wir können nämlich hier, also hier gibt's einen mega fetten Fluss, der die Map in zwei Hälften unterteilt. Oh, wir haben Verstärkung erhalten. Geil, noch mehr Stealth-Panzer. Was wollte ich sagen? Genau, Thematik Fluss, den können wir über mehrere Möglichkeiten überqueren. Einerseits über Brücken, was scheiße ist, weil erstens, die Brücken sind von der GDI teilweise überwacht. Zweitens, du kannst auf einer Brücke keinen Stealth-Generator platzieren. Das heißt, deine Einheiten werden kurz sichtbar. Die zweite Möglichkeit ist die, dass wir den Fluss über das Eis überqueren, was natürlich saugefährlich ist. Was, aber da unten kam jetzt gar keiner, oder? Das gibt's ja nicht. Ignorieren die mich einfach? Die können mich doch nicht einfach ignorieren. Was für ein asoziales Pack. So, bitte nicht zu nah ans Gebäude ranfahren. Das enttarnt dich doch nur. So, alle geheilt. Oder? Sind die anderen auch geheilt? Was sind denn die anderen? Ja, der ist geheilt. Die fliegen da jetzt echt regelmäßig rüber, ne? Das gibt's ja nicht. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich so gedacht war, dass die da regelmäßig hin und her flattern. Ich glaube fast nicht. Du bist da, du bist da, du bist da. Okay. So, pass mal auf. Wir haben jetzt da die Reichweite. Was ist denn, wenn ich da mal einen Ingenieur rausschicke? So, Ingenieur ist sichtbar. Was passiert? Kommen hier GDI-Einheiten auf uns zu? Normalerweise ja. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Wahrscheinlich stellt ein Ingenieur für die Jungs keine Bedrohung dar, deswegen machen sie auch nichts. Ja, okay, dann können wir mal die drei Stealth-Panzer auf jeden Fall in den Dörfern lassen. Beziehungsweise mit dem hier müssen wir natürlich noch ein bisschen durch die Gegend kutschieren, bis wir da auch ein Dorf finden. Dann können wir nämlich die restlichen Stealth-Panzer zur Aufklärung verwenden. Aber wir müssen auch erst einmal den GDI-Stützpunkt finden, das ist das Nächste. Ja genau, da ging es zum Fluss runter. Wo war denn hier? Ach, du Schande. Wir mussten jetzt bereits den Fluss überqueren. Okay. Okay, pass mal auf. Ich probiere mal mit dem Stealth-Panzer über die Brücke zu fahren. Ich hoffe, das geht. Ich spule auch mal kurz die Geschwindigkeit vor, dass wir hier nicht ewig warten müssen. So, schauen wir mal. Eine Kiste. Da haben wir eine Patrouilleneinheit. Und ich glaube, das Gemeine ist, an dem GDI-Stützpunkt gab es auch wieder Sensoreinheiten. Und hier gibt es diesmal keinen Trick, um sie auszuschalten. So, da ist ein Feuersturmabwehrsystem. Also haben wir hier definitiv einen GDI-Stützpunkt. Sowas baut man nicht einfach just for fun mitten in die Landschaft. Da steckt schon mehr dahinter. Die Frage ist nur, wo ist die Radarzentrale? Die müssten wir jetzt noch schnell finden. Ist sie das? Nee, das ist das Tech-Zentrum. Dann war die Radarzentrale hier irgendwo. Da haben wir einen Tunnel. Da kämen wir mit den Bodentruppen durch. Wir könnten... Ja, weiß ich nicht. Komme ich mit dem Stealth-Panzer durch die Basis? Durch die Basis? Mit P? Ich wollte eigentlich noch eine zivile Ansiedlung finden, aber so geht's auch. Lass mal die Patrouille kurz vorbei. Wir können auf jeden Fall mal hergehen und wo sind denn unsere ganzen Panzer? Da. Mit den Panzern können wir auch die Brücke überqueren.
Das sollte kein Problem darstellen. So, jetzt schauen wir hier mal kurz rein. Ich glaube, wir könnten es uns auch erlauben, den einen Panzer zu verlieren, wenn es ist. Oh mein Gott, ganz vorsichtig jetzt bitte, ganz vorsichtig. Nichts übertreiben, nicht zu nah an irgendwelche Gegner ranfahren. Ich weiß nicht, ob die das triggert. Ich will nur die Radarzentrale finden, der Rest ist mir völlig Wurst. Warte, ich kann mal ganz kurz hier speichern. Die Stunde der Not nennt sich die Mission. Da ist das Ding. Ah, schnell weg, 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 weg. Ja, da sollte eigentlich Text zu hören sein. Gut, dass wir den jetzt doch nicht zu hören bekommen. Schade. Was bequatscht ihr denn da oben? Toll, jetzt haben wir auch noch Wachen stehen. Nein, da wollte ich nicht rein. Ich wollte hier rein. Schleuseningenieur in die Funk- und Radarzentrale. Okay. Ich war mir gerade nicht sicher, ob wir die Kommandozentrale brauchen oder die Funk- und Radarzentrale. Und auf jeden Fall ist da oben irgendwo ein Sensor, sonst hätten die uns jetzt nicht gesehen, so ohne weiteres. Aber macht ja nichts. Wir werden ja zum Schluss raus die ganzen Flugzeuge ohnehin ablenken. Aber dazu müssen wir jetzt definitiv noch eine Ansiedlung finden, sonst haben wir hier ein Problem. Mit den Infanteristen, ja weiß ich nicht, ich denke die Infanterie werde ich ignorieren. Bin mir noch nicht ganz sicher, ich schleuse jetzt erstmal die Jungs auf die andere Seite. Da ist Tiberium, da könnte der gegnerische Sammler unterwegs sein, also halten wir uns da besser fern. So, wir teilen euch jetzt mal kurz auf. Ihr fahrt mir mal dahin. Einer von euch fährt mir mal da hoch. Und die anderen zwei, die fahren mir da so hin. Dass wir mal ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben hier, ne? Vorsicht mit den Werwölfen, bitte. Bitte nicht in die Werwölfe reinfahren, auch wenn ihr unsichtbar seid, so dumm sind die nicht. Ja, das ist tatsächlich der Sammler und hier haben wir eine Ansiedlung, glaube ich zumindest. Jungs, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Oh Gott, mein Gott, war das gerade knapp. Boah, das wäre fast schief gegangen. La 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 la. So, da hätte man noch eine Ansiedlung. Sehr schön. Wir haben schon wieder Stealth-Panzer erhalten. Wie geil ist das denn? Ich wusste gar nicht, dass man hier so oft Stealth-Panzer bekommt. Aber okay, ja, nehmen wir natürlich gern an, das Geschenk. Da sage ich nicht nein. So, und hier konnte man, glaube ich, den Fluss überqueren. Irgendwo, wenn er dann mal gefroren wäre. Da kommst du rüber. Ja, das dauert ein bisschen, bis der hier zufriert. So, jetzt will ich aber noch wissen, was hier so ist. Ich würde ganz gern eigentlich die ganze Map aufdecken. Das mache ich am liebsten in Command & Conquer. Den ganzen Nebel des Krieges entfernen. Alles aufdecken, bis man alles sieht. Das kostet zwar ziemlich viel Zeit, aber ja. Aufklärung ist alles. Die werden später gar nicht wissen, wie ihnen geschieht.
So, ich müsste eigentlich nochmal eine Aufnahmepause machen, weil ich noch zum Einkaufen sollte. Theoretisch. Ja, weißt du was? Die Mission hier spiele ich noch. Das sollte relativ schnell gehen. Es ist nur die Frage, wie bringe ich jetzt meine Ingenieure auf die andere Seite? Wagen wir uns über die Brücke vor oder nicht? Das ist jetzt so die Frage. Ich packe die Ingenieure auf jeden Fall mal ins Untergrund-BMT. Und dann würde ich sagen, wir probieren es einfach mal aus. Mal schauen, was passiert. Ich weiß halt noch, als ich damals als Kind diese Mission das erste Mal gespielt habe, da habe ich es so gemacht. Ich habe hier den da abgebaut, ja. Hab dann geguckt, bis wohin geht der Radius. Aha, der geht bis dahin. Dann habe ich den da hingeschickt. Habe den aufgebaut. Dann habe ich den abgebaut und bin halt immer so gewandert, weißt du? Okay, alles klar. Die Aktion ist berechtigt. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wenn wir das jetzt so machen, dann kommst du aber auch nicht lebend über die Brücke rüber, weil die ziemlich weit ist. Ja, wir fahren mal mit den Stealth-Panzern weg, denke ich. Vorsichtshalber. Oh mein Gott, wenn wir uns jetzt so über die ganze Map vorarbeiten müssen, dann, Mahlzeit. Huch. Ja, klar, okay. Wir nehmen doch den Fluss. Ich habe gerade spontan beschlossen, wir nehmen den Fluss. Boah, wie da jetzt die ganzen Einheiten runterkommen. Guck dir das an hier. Wie die sofort alle starten. Also ein bisschen Zeit hast du, aber nicht viel. Einheit bereit, Gas! Oh je. Einheit bereit. Also wenn man es übertreibt, dann erwischen sie einen. Und je näher wir uns dem Stützpunkt kommen, desto gefährlicher wird das Ganze. Das heißt, wir sollten ab hier vielleicht anfangen mit dieser komischen Stealth-Taktik. Ja, dann wird es doch ein bisschen dauern. Dann weiß ich nicht, ob das heute was wird mit der Mission. Die schicken ja jetzt schon überall ihre Einheiten hin. Guck mal, hier oben haben wir... Fuck. Och nö. Och nö, jetzt haben wir das Untergrund-BMT verloren. Nein, ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Wann haben mich gespeichert? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Vor allem, die sind sichtbar. Die werden doch jetzt tausendprozentig angegriffen. Oh mein Gott, lauf zum Fluss runter. Und ihr seht zu, dass ihr da runterkommt. So, komm, fahr. Stealth-Panzer als Absicherung wären hier ebenfalls gar nicht schlecht. Die Frage ist, wie komme ich denn jetzt über den Fluss drüber, ohne dass die einbrechen? Ich müsste hier über die Eisschichten fahren, die noch nicht gebrochen sind. Möglichst schnell. Oh. So, und stealthen. Nice. Jetzt müssen wir halt warten, bis das Eis wieder komplett zugefroren ist. Das könnte eine Weile dauern. Aber wenigstens sind unsere Einheiten safe. Ja, ohne Untergrund-BMT wird ja lustig. Oh mein Gott. Alter. Die Typen, ne? Dass die gerade jetzt da durchgehen müssen. Oh, Alter. Oh, da wird mir schlecht. Oh, wird's mir da schlecht. Oh mein Gott, jetzt stehen die da, oder was? Verschwindet die mal wieder? Die sind übrigens so leicht, dass das Eis tatsächlich nicht einbricht. Wie man sieht. Deswegen können die hier über den Fluss patrouillieren.
Boah, wenn die noch ein bisschen näher rangelaufen wären, weißt du, wenn sich Einheiten in Command & Conquer berühren, also getarnte Einheiten, dann ist es tatsächlich so, dass die Stealth-Technologie versagt. Zumindest für einen kurzen Augenblick. Boah, ist das übel. Ohne Untergrund-BMT, das wird ja heiter. Das heißt nämlich auch, wir müssen uns an dem RGB-Tower da vorbeiarbeiten. Oder warte, wo ist der Tunneleingang? Der ist da, aber da kommst du halt auch nicht hin. Da müsstest du den Fluss überqueren und... ja... den müsstest du weit überqueren. Alter Schwede. Aber ich glaube, dass die Ingenieure gar nicht angegriffen werden, ne? Ja, erledigt. Weil die sind ja vorhin nicht gejagt worden, also die werden nicht als Bedrohung anerkannt von der von der GDI, wie es aussieht. Ja, pass mal auf, dann lasse ich mal einen zweiten Panzer hier stehen. Und einen zweiten Panzer lasse ich hier stehen. Mit den anderen dreien überqueren wir jetzt mal die Brücke da oben. Ich speichere das Ganze jetzt einfach mal ab, ja. Haben wir halt keinen Untergrund-BMT, ist halt dann so. So, ja gut, dann arbeiten wir uns mal mit den Stealth-Einheiten weiter vor. Ja, hier, wird erledigt. Bereit, Sir. Ja, Sir, kein Problem. Das kann auch lustig werden, wenn wir dann den Patrouillen begegnen, weil denen auszuweichen, denen kannst du eigentlich gar nicht ausweichen. Du musst im Endeffekt dann abwarten, bis die weg sind, weil die sich ja hier oben irgendwo kreuzen, da an der Straße. Uah, was für ein Spaß. Aber ich finde es schon lustig, ne, dass Ingenieure nicht als Bedrohung angesehen werden von der GDI. Die Stealth-Generatoren, die absolut unbewaffnet sind, die werden schon als Bedrohung angesehen und attackiert. Also das finde ich ein klein wenig diskriminierend den Ingenieuren gegenüber. Muss man ja mal so sagen. So, wir überqueren jetzt lieber schnell die Straße, bevor diese dämlichen Patrouillen zurückkehren. Komm. Eine Patrouille hängt gerade da oben. So, du gehst bis dahin und dann fährst du mal da hoch. So, kommt weg von der Straße. Da kommen sie nämlich schon wieder, die kleinen Arsgeier. Hoffentlich werden wir jetzt nicht entdeckt, sonst muss ich gleich mit den Panzern eingreifen. Das will ich hier überhaupt nicht. Ja, am besten weiter weg von der Straße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schon wieder so knapp. Oh, ich krieg hier echt noch einen Herzinfarkt, Alter. Weil das ist etwas, wenn deine Stealth-Einheiten einmal in den Kampf verwickelt werden, dann kannst du so Pech haben, das kann so blöd laufen, dass die quasi vom Gegner beschossen werden, in dem Moment, wo sie versuchen, sich zu tarnen, ja? Und anstatt unsichtbar zu werden, enttarnen sie sich dann wieder, weil sie beschossen wurden, weil sie getroffen wurden. Und dann ist natürlich Feierabend. Ja, ist jetzt die Frage, wie komme ich an dem RGB-Werfer vorbei? Komme ich an dem vorbei oder muss ich irgendwie... Warte mal. Wir fahren mal ganz kurz. Die stehen ja hier relativ safe, ne? Da passiert uns ja nichts. So, komm. Oh. Ups, wollte ich gar nicht. Ich wollte wissen, ob es da einen Weg gibt, der nach unten führt. Jetzt weiß ich's und der wird natürlich bewacht. Alles klar.
Ja, das ist sehr gut zu wissen. Ja. Da hätten wir noch einen LKW, den wir uns holen können, aber ja, brauchen tun wir nicht. Dass die da nicht durchdrehen und paranoid werden. Ja, doch, die drehen durch und werden paranoid. Die arme GDI. Ja, tut mir schon ein bisschen leid. Guckst du dir an, ey, boah, du musst hier so aufpassen. Wir könnten jetzt natürlich schon. Hier habe ich nur einen Panzer, ne? Weißt du was? Wir zwingen sie jetzt einfach mal dazu zu reagieren. Damit ziehen die nämlich einige Einheiten ab. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht entdeckt werden. Das wäre natürlich arg bitter. Was ist das? Was ist das? Ein Landungsschiff? WTF? Oh nein, ja, ich weiß, was das Landungsschiff macht. Oh Gott, verschwinde da. Ja, genau. Eine mobile Sensoreinheit. Verschwinde da.